Hey ho, Freunde, ganz kurz einen Moment, ich muss mir noch was notieren. So, meine Infos habe ich. Genau, Dampfmaschine, Geysir. Wir haben dort in der letzten Folge für Jorm einiges zusammengesucht an Materialien, die wir abgeben konnten, damit er uns entsprechend ein Rohr herstellt. Wir brauchen aber 5000 Gold und ich glaube 2000 Holz und um die 1500 Steine, damit wir das Ding reparieren können. Das heißt, viel zu tun. Oh, Nova, ich habe ein seltsames Gefühl. Linkes Auge, rechtes Auge. Wirbellösung habe ich gerade nicht. Und normales Serum habe ich nicht. Na super. Und hopp. Ja. Bap. Himmelblau Peeling mit einer Wirbellösung. Na gut, dann machen wir das mal. Wir wollen ja nicht, dass Nova hier schlechte Zustände kriegt. Ein Himmelblau Peeling. Oh, wie süß. Hier ein bisschen was. Dann nehmen wir. Oh, darf ich ja gar nicht. Oh, darf ich gar nicht. So. So. Mach ich noch mehr Schleim, wa? Das ist ja eine Sauerei. Naja. Soll mir recht sein. Und eine Wirbellösung. Habe ich da nicht auch ein Rezept schon? Nein, habe ich noch nicht. Schade. Oh, hier darf ich wieder alles nutzen. Ach Mist. Ich hasse es. Müssen wir heute mal durch den einfachen Wald nochmal durchgehen und dort ein paar Zutaten holen. Es sind immer die günstigen, die zuerst flöten gehen. Naja. So, ich hoffe, du bist mir dankbar. Und sieht auch schon irgendwie lustig aus mit dem, aber naja. Die eigentlich immer ein Monokel? Also vom Pixelbild her würde ich fast sagen, die hat immer ein Monokel um. Vielen Dank für deine Hilfe, ich schulde dir was. Ja, 540. Dann kriegen wir nochmal 1200 dazu. Ja, passt schon. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, so Kamillen brauchen wir auf jeden Fall. Thank you.
So, die Säfte. Sehr schön, das wird ja was. Das wird ja was. Das ist ja Jasmin. Ich brauch doch Camilla. Wo ist Camilla? Ah, die war ja. Mist. Stimmt, die war ja auch ganz anders. Das Bärchen, wo bist du? Nehmen wir alles mit. Immer schön am Laufen. Da ist die Kamera, die brauchen wir noch. Super, passt doch. Ganz toll. Dann heute wieder nochmal ins Badehaus, wenn es offen hat. Aber erstmal zu Jol. Hey Marielle. Mich angestarrt, Maple? Sei nicht so schüchtern, bla bla bla. Kriegen wir alles hin. Oh, da bist du ja schon. Ich habe das Rohr fertig, komm mit. Hier ist es. Es ist anders als das, was du mir gebracht hattest. Es ist dicker und stabiler. Definitiv robuster als das alte. Ich denke, ich sollte für das Gasthaus auch ein paar davon machen. Wenn du noch Materialien hast, warum nicht? Damit solltest du den Geysir unter Kontrolle bekommen. Hey,
So, kann doch jetzt raus, danke. Ein Teil von der Mission haben wir schon mal wieder abgeschlossen. Unser Hund ist schon wieder mal hungrig. Ist auch nichts Neues. Sind die Blumen nicht einfach wunderschön? Hast du schon mal Blumen gezüchtet? Ja, habe ich. Hey, Maple, es ist ein perfekter Tag. Gut zum Essen, stimmt's? Oh, ich meine, um einen Spaziergang und ein paar Übungen zu machen. Mit dir könnte ich ziemlich zeitnah das Level vollkriegen. Bei dir dauert es noch ein bisschen. Aber deswegen kriegst du meine Mondmilke. Oh, du hast Hunger. Ja, ich weiß. Komm her. Noch mal ein Pilz für dich. Hörst du gerne Musik? Ich mag alle künstlerischen Ausdrucksformen. Kannst du ja. Ist dein gutes Recht. Immer noch keine Aufgaben. Gibt es in letzter Zeit Neuigkeiten in der Stadt? Ich bin in letzter Zeit nicht mehr durch die Stadt gelaufen. Die Arkaid-Halle sieht mir eine Menge Spaß aus. Ja, das kennen wir alle schon. So, Maya. Maya. Die Leute unterschätzen, welche Kraft im Zuhören liegt. So wie du wollen die meisten Leute gehört werden. Mit Runenherz zu sprechen ist das mühsamste, was ich je getan habe. Ach, verdammt nochmal, sie hört überhaupt nicht zu und regt sich viel zu leicht auf. So, bei dir das gleiche, oder? Ui. 2-1 teilweise. Die Kessel kostet schon 3000. Nein, danke. Was um alles ist in der Welt mit meiner Klinge passiert? Ich habe sie gestern erst geschärft. Hm. Das kannst nur du wissen. Es wundert mich aber echt, dass nichts am schwarzen Brett ist. Wahrscheinlich muss ich echt mit denen erst hier die nächste Freundschaftsstufe schaffen wieder. Hi, Ottmar. Ach, Ottmar würden euch im hiesigen Treffen meist umsonst geben, aber... Leano würden wütend auf Ottmar sein und Ottmar eine Strafpredigt halten wegen Geld und so. Huh, Ottmar verstehen gar nicht. Tja, Ottmar, hast du es nicht leicht, ne? Huh? Leano ist nicht hier. Ist Russo vielleicht hier? Auch nicht. Was ist denn hier los, Mensch? So, das Kloster. Ich muss in die Kapelle wandern. Sitzt hier denn Igor? Der sitzt nicht, er ist auf jeden Fall da. Viktor, nicht Igor. Die Inspiration erteilt einen manchmal an den unerwartesten. Ereilt. Ja, genau. An den unerwartetsten Orten. Bei mir ist es fast ein Friedhof. Ich bin ja noch gar nicht gut gestellt. Ja. Wird's mal Zeit. Ah. Siehst du diese Statue, Sinus? Die Leute kommen hierher, um die Kerze anzuzünden, um zu beten. Mit wem redet er? Ich? Nein, ich möchte keine Kerze anzünden oder für dich beten. Manche Leute glauben, dass man so etwas für das Leben nach dem Tod macht. Und ich will nicht, dass du mich hier lässt. Ups, ich hoffe, wir haben den Frieden hier nicht gestört. Und ich will nicht, dass du mich hier lässt. Naja, egal, wir sehen uns. Merkwürdig. Aber okay, soll er machen. Ah, ja, Herr Russo. Ich mag es, wenn Bilder in den Büchern sind. Dann verstehe ich sie viel besser.
Schwester Cecilia, bist du hier irgendwo? Ciao. Rufus ist mein Schüler und ich bin seine Lehrerin. Er ist zwar sehr ungezogen, aber eigentlich ein aufgeweckter kleiner Junge. Oh yeah. Also die 5000 zusammenzukriegen ist jetzt nicht das Schlimmste und Schwierigste. Ich halte nur doof, dass wir jetzt aktuell nichts mehr zurückgehalten haben. Angeln müssen wir eigentlich heute auch nochmal. Ich weiß gar nicht, wenn ich das immer alles machen soll. Immer das ewige Einsammeln. So, das hätten wir. Ist hier oben rechts eigentlich was? Nö. So, ganz ehrlich, wenn ich jetzt heute nochmal jeweils einen Trank mache, einen teuren, sind das 1004. Doch, dann könnten wir morgen schon das Teigeödland. Klingt doch nach einem Plan. Ich hole mir noch ein paar Frostblüten. Steiner. Der wollte mich in die Luft sprengen. Ihr habt alle gesehen. Ich war das nicht. Ach, der Dunkelschwitter. Da, Kartoffel brauche ich jetzt gerade nicht. Lass ich auch mal in Ruhe. Fünf, sechs, sieben, acht. Ich muss eigentlich mehr das Holz machen. Upsi. Ja, mehr Holz sammeln wir morgen. Wir machen noch mal zwei, drei Tränke.
meine, ich bin schon ewig nicht mehr über den Platz gelaufen, ne? Kann ich ja morgen machen. So, noch mal ein paar Tränke herstellen. Die teure natürlich. So, Dreierteil. Hatte ich hier nochmal. Zack. Auch nochmal. Einmal so. Einmal so. So. Ich dich da nochmal hinterher. Zack. Der Donnerkuss. Ja, doch, Donnerkuss. Schauen wir mal. Ich könnte links rum, ich könnte rechts rum. Ich dahin hätte ich unten Zweier. Ja, das ist doof, da habe ich dann nochmal mit den Einzelnen zu kämpfen da. Die Einzelne. Ist auch doof. Da ist ein Einzelner. Ist da nicht so ein Teil für rechts rum? Nicht? Warte mal gucken. Ich bräuchte quasi das nach rechts gelagert, aber nee, gibt's nicht. Schiedrit. So oder so muss ich zwei machen. Und wieder zwei Einzelne. Also das ist die ganz teure Tropfen, die brauchen wir nicht geben. Jetzt sehe ich das Ding mal hier aber nie nochmal. Das war ein bisschen schöner. Genau, so. Gold, hier nochmal einmal rein. Und zack. So. Das ist halt auch so doof, ne? Du hast so ein Viererteil. Das ist echt nervig dann am Ende. Naja. So anfängt. Muss man zu Ende bringen. So, mal und so. So mache, drei Einzelne. Bäh. Dich ja. Mit denen dann nämlich sparen. Dann nehme ich dich. Der war ja da drinne. Tja. Doch du. So, ein paar Pfeffer in die Gegenstände wieder. Sehr schön. Nee, das reicht erstmal.
So. Damit haben wir morgen definitiv das Geld drin. Also Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Potion Permit hier auf meinem Kanal. Ich danke, dass ihr dabei gewesen seid. Lasst einen Daumen da oben, schreibt was in die Kommentare. Ansonsten ciao, ciao, bis dahin.